Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zu unserem Antrag gibt es eigentlich nur eines zu sagen. Sie, Herr Strobel, haben heute schon die Möglichkeit, medizinische Altersbestimmung durchführen zu lassen, denn das Aufenthaltsgesetz lässt es bereits zu, wie Herr Binder richtig festgestellt hat. Doch Sie tun es nicht, weil der politische Wille fehlt. Wir haben schon vor über einem Jahr während der Haushaltsdebatte eine solche generelle medizinische Altersbestimmung beantragt bei allen Personen, die ohne gültige Ausweispapiere kommen. Setzen Sie unsere Forderung endlich um. Doch bis heute warten wir vergeblich auf diese Umsetzung durch die Landesregierung, die damit erneut den Beweis liefert, dass sie an der wahnwitzigen Idee festhält, unser Land, genannt Deutschland, massenhaft mit Neubürgern aus aller Herren Länder zu besiedeln und die damit das eigene Volk und seine kulturelle Identität ganz bewusst dem Untergang preisgibt. Denn den Omas folgen ganze Großfamilien. Doch die Deutschen, die noch nicht umerzogen wurden, werden aufwachen und sie zur Verantwortung ziehen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich lese Ihnen nun Auszüge aus einem Brief vor, den ich einen Tag nach dem Mord in Kandel erhielt. Zitat: Ich habe gestern mit erhöhtem Puls und unter Freunden getippt, dass ich mir die Wut über dieses Drama in Kandel aus dem Leib schreiben werde. Und jetzt sitze ich hier und will genau das tun. Und ich habe immer noch erhöhten Puls. Also wie fange ich meine Wutrede an? Vielleicht so. Haut alle ab, die ihr uns zum Schweigen gebracht habt, uns, die wir mahnend gesprochen haben, die diese Entwicklung voraussahen. Haut ab, die ihr als Politiker und Presseleute alles dafür getan habt, dass die Wahrheit sich weinend in eine Ecke verkrochen hat, weil eure Lügen und Drohungen so mächtig sind. Nein, das sind nicht die richtigen Worte. Ich muss es anders anfangen. Liebe Eltern, es ist meine Schuld, dass eure Tochter tot ist. Ich war nicht laut genug, als ich gemahnt habe, dass hier in unserem Land etwas ganz gehörig falsch läuft. Ich habe mich nicht entschieden genug gewehrt, als man mich und die, die ähnlich wie ich denke, sozial geächtet hat. Mein Leben, meine Ruhe, meine Gemütlichkeit war mir wichtiger als das Leben eures Kindes. Es ist meine Schuld, dass hier immer noch Politiker schalten und walten dürfen, die man längst mit Forken aus dem Land hätte jagen müssen, dass Menschen uns bedrohen, wenn wir die Wahrheit sagen. Ich war zu bequem, ich war zu faul. Ich habe gedacht, dass andere den Kahn aus dem Dreck ziehen sollen, während ich mich weiter um mich und mein Leben kümmern kann. All das tut mir leid. Ich habe gegenüber meinen Freunden und Bekannten geschwiegen, als sie noch im orgastischen Freudentaumel waren und ich schon kommen sah, was heute passiert. Ich wollte keinen Stress. Ich habe gegenüber den Medien geschwiegen, als diese sich gewollt oder ungewollt verschworen, um unser Land und unsere Kinder preiszugeben. Ich habe gegenüber den Politikern geschwiegen, die uns weiszumachen versuchten, dass uns hier Menschen geschenkt werden, die wertvoller sind als Gold. Mia ist tot. All das ist meine Schuld. Und es tut mir leid. Ich beklage den Tod eurer Tochter und ich werde nicht mehr schweigen und meine persönliche Komfortzone über das Leben unserer Söhne und Töchter stellen. Damit ist ab heute Schluss. Das verspreche ich euch. Zitat Ende. Liebe Kollegen der anderen Fraktionen, ich bitte Sie aufrichtig, in sich zu gehen und darüber nachzudenken, wie lange Sie bei dieser Entwicklung noch zusehen möchten, wie lange Sie Ihre Entscheidung noch mit Ihrem eigenen Gewissen vereinbaren können. Ohne diese gesetzeswidrige Grenzöffnung mit all ihren Folgen würden Maria, Mia und die vielen anderen Opfer noch leben. Doch sie schweigen und schweigen. Doch wer schweigt, macht sich mitschuldig. Bitte erweisen Sie sich heute endlich mal als die wahren Volksvertreter und nicht als Vasallen Ihrer Partei.
Und deshalb bitte ich Sie, stimmen Sie unserem Antrag zu. Es wäre der erste kleine Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank.